So, und damit geht's weiter mit einer neuen Runde auf Mistralia. Ich habe jetzt schon ein bisschen gefarmt, also ich habe jetzt das Character Bank. Genau, ich habe ein bisschen Zeug zusammen gefarmt. Mir fehlt aktuell noch eine Niter Suit, mir fehlt zwei Ballist-Teile fehlen mir leider noch, das ist ein bisschen schade. Ich habe schon Grimm-Teile zusammen gekauft, angefangen zu kaufen, besser gesagt. Ich weiß nicht, ob ich die Grimm-Teile früher kriege als den Rest. Es kann halt wirklich sein. Ich meine, die haben 22 Mio gekostet. Und ich weiß. Also normalerweise denke ich mir auch so, lieber halt selbst farmen und halt vor allem on-screen farmen, als dann wieder irgendwie so einen Alleingang machen und halt es dann irgendwie sich andersweitig zusammen zu kaufen. Aber ich meine, come on, es wäre halt so dumm eigentlich, diese Teile nicht zu kaufen, weil, ich meine, sind wir wirklich mal, ehrlich, wer würde nicht diese Teile kaufen für 22 Mio? Wirklich 22 Mio, das ist halt nichts, das ist wirklich gar nichts. Und ja, es ist natürlich wieder so, dass, warte mal, wir aktivieren diesmal das Scroll hier. Item Pieces, okay, aber jetzt noch nicht, oder wobei? Ja, nee, jetzt noch nicht. Was haben wir hier noch alles? Oh Gott, ey, so viel Stuff. Müssen wir später mal nutzen. Wo sind hier sind Power-Ups? Dann brauchen wir Upcut. Das. Das Ding noch. Hier Grilled Eel weiß ich jetzt nicht, ob das gerade Sinn macht. Kein Plan. So, das habe ich schon aktiviert. Das aktivieren wir auf alle Fälle immer noch. Dann das Ding. Speeds, ja komm, aktivieren wir auch mal noch schnell. Genau, unsere Attack-Rate ist leider ein bisschen gesunken. Leider aus dem Grund, weil ich ein bisschen was verkackt habe. Ich habe einmal nicht gewartet und dann sind eben schon die Vault-Dinger weg. Ein bisschen schade, aber was willst du machen? Genau. Zeug zum Healen habe ich noch da. Ey, ist das Wahnsinn. Ich habe so viel Stuff irgendwie rumliegen. Ach so, natürlich. Wir haben aktuell noch die anderen Sachen hier gerade. Ich habe noch den STR-Schmuck an. Sollen wir switchen? Ja, genau. 17k Attack. Lol. Warum habe ich jetzt 17k Attack? Habe ich letztens keine Love Chocolate angehabt? Könnte sein. 176k Grits? What? Holy shit! Ah ja, und wir haben noch irgendwelche anderen Effekte da, okay. Okay, das ist heftig. Das ist wirklich, wirklich heftig. Ja gut, so läuft es natürlich schon auch ein bisschen. Also das geht, damit kann man leben. Ja. Genau, was brauchen wir hier noch? Nee, warte mal, das hat ja gar keinen... Nee, warte mal, was haben wir hier dann? Mystical Gratus. Warte mal, jemand hat mir angeboten, dass er das für mich craften kann. Aber ich kann das doch selbst craften, oder? Ich glaube, ich kann es craften, aber ich wollte es nicht craften. Warum wollte ich das nicht craften? Das hat einen Grund. Ich glaube, weil ich den Schmuck nicht hatte, oder? Ja, irgendwie so in der Richtung war das. Unique, bla bla bla, Bildposter, bla bla. Wir könnten das craften, warum craften wir das nicht? Von den Materialien her haben wir noch nicht ganz genug, aber... Naja, wir sind zumindest auf dem Weg dahin. Nicht grad sonderlich gut, aber wir sind auf dem Weg dahin, ja. Ja, also ich habe übrigens auch noch hier so eine Live-Necklace gekauft. Keine Ahnung, wo das Ding jetzt wieder hin ist. Ja, es fliegt hier irgendwo durch die Gegend, kein Plan. Diese Live-Necklace auf alle Fälle wäre dann eben für dieses Set noch. Damit hat man dann 5 Teile, 5 von 11, damit haben wir 50 STA dann mehr. Aber bringt halt noch nichts irgendwie, finde ich. Ne, wir bräuchten halt eigentlich so 9 Teile. 9, 10 Teile bräuchten wir idealerweise zumindest. Ich meine, wobei, warte mal, wir können noch...
Was ist denn, welchen Knuckle brauche ich dafür? Crystal Fist hätten wir. Okay, warte mal, das hätten wir. 1, 2, 6, 7. Wait, das könnten wir zusammenkriegen. 7 von 8 könnten wir schon kriegen auf dem Master zumindest. 8, 9. Ja, ein bisschen kritisch. Aber könnten wir mit ganz viel Glück hinkriegen. Eventuell. Andererseits muss ich jetzt sagen, ich glaube, es ist halt einfach sinnvoller, die Bloody-Teile zu kaufen. Und dann nach dem Motto, scheiß drauf, wir farmen uns eben ein Defender-Set. Wobei, wenn das klappt, vielleicht ist das Defender-Set auch schwer zu farmen. Das könnte natürlich schon sein. Das weiß ich jetzt nicht. Aber ja, was wir auf alle Fälle machen könnten, ist hier dieses Roadie-Set zu craften. Das könnten wir uns auch bald leisten. Und dann hätten wir schon, was haben wir letztens nachgeschaut, 30 Crit-Schaden. Es hat viel mehr. Es hat noch Attack-Bonus und alles mögliche. Vor allem Attack-Speed hat das Ding auch. Ja, und Dex auch nochmal für den Crit-Rat und alles. Also, ja, das sollten wir, glaube ich, dann schon nutzen. Ich glaube, da liegt dann schon die Zukunft von uns. Wobei, warte mal, 11, wir bräuchten Mystical Kratos Shield. Wie kriegt man das Ding wieder? Kann man das craften? Ich glaube, man kann es craften, oder? Kratos Schild, ja genau. Kann man craften. Okay. Ja, das wäre natürlich dann ein sehr geiles 101-Set. Wobei ich gerade auch nicht sicher bin, wo brauchen wir das Set halt so? Weil im Dungeon brauchen wir das Set ja eher nicht, oder? Im Dungeon brauchen wir es nicht effektiv. Beim Leveln, ja, ist halt nice to have, aber wir können halt auch mit AOE leveln. Das ist gerade so ein bisschen der Punkt, wo ich nicht so weiß, ob das Konzept so irgendwie richtig aufgeht. Also ja, natürlich, klar, wir bräuchten es dann natürlich schon, wenn wir mit dem Tank noch arbeiten würden. Dann auf alle Fälle, ja klar, dann definitiv. Ja, und klar, natürlich, wenn man auch auf das Bloody Shield und so weiter. Also ich meine, klar, also wenn wir jetzt in die Richtung gehen, dann zu 100%. Dann macht das einfach nur Sinn. Definitiv. Kann man das eigentlich appen hier? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, ich kann auch nicht appen. So, 150. Da müssen wir hinten rüber. Genau. Ja, wie gesagt, ich glaube, das sollten wir jetzt schon ein bisschen Kurs drauf nehmen auf dieses Ziel. Denn alles andere macht es eigentlich gerade nicht wirklich Sinn. Ja, PvE-Damage 15% bei 7 Teilen. Wie wir gesagt haben jetzt. Shield. Ach ne, den Knuckle haben wir nicht, okay. Aber der macht nichts. Wir können auch, also, brauchen keine 11 von 11, 10 von 11 reichen auch. Oder? Mystical Ultimate Kratos. Wait, wir haben den ja sogar. Wo muss ich denn jetzt hin? Ich bin komplett verloren. Das ist ja sogar der Knuckle. Das heißt, das haben wir sogar sowieso. Ich glaube, man hätten wir jetzt schon, also mit 4 Teilen, die wir noch nicht craften können, ich weiß. 4, 5, 6, 7. Und die Kette, glaube ich, ist sogar billig. Da hätten wir sogar 8 Teile, theoretisch. Ja gut, aber ich meine, was eiern wir denn jetzt hier noch so rum? Dann haben wir ja, dann ja easy. Dann ja richtig easy, oder? Ja, ich glaube, damit kann man leben. So, komm her. Triple Attack, nice. Okay. Gut, also setzen wir mal unser Ziel hier. Das ist auf alle Fälle mal das nächste Ziel. Es sei denn, wichtig, ich finde jetzt die restlichen 2 Bloody-Teile noch. Da macht es natürlich jetzt eigentlich keinen Sinn, weil das Bloody-Set ist, Ähm,
Ich bin so verloren mit dem ganzen Zeug hier, das ist Wahnsinn. Guild Story, nee, nicht Guild. Oh, okay. Warte mal, was war gerade da noch? Ist das? Sonst? Haben wir es hier noch? Ranger plus 10, okay. Interessant. Ach, das war eine AOE-Sat, okay. Ja gut, okay, wobei ich gerade überlegen bin. Macht dieser Sat wirklich viel Sinn? Also es würde natürlich Sinn machen, wenn wir halt es irgendwie Meteor farmen wollen, dann brauchen wir das dringend. Wenn wir kein Meteor farmen wollen, brauchen wir es eigentlich nicht wirklich. Ich weiß es nicht. Dann glaube ich, würde ich auch hier auf den Ballistat gehen. Wobei, den Knuckle haben wir halt schon. Schild. Nee, Schild gehört da wieder nur zu. Ey, es ist so verwirrend, Mann. Du hast ein Level 70er Schild, du hast ein 75 Master Knuckle und ein 105 Non-Master Set. Da blickt man durch. Okay, naja gut, okay. Also wir könnten uns halt jetzt quasi überlegen, einfach mal schauen, was als erstes klappt. Ich kaufe jetzt einfach beides. Wenn es sich teuer ist, dann scheiß drauf, dann ja, ist es eben so. Dann kann ich es locker kaufen. Und ja, dann arbeiten wir einfach mal in die Richtung, würde ich sagen. Das ist der Plan jetzt. Genau. Knight hat Zeit, farm ich nebenbei noch. Knight werden wir auch mal noch hochziehen, dann hat Zeit. Ja, es läuft dann eigentlich, oder? Dann läuft's eigentlich. Ja, würde ich sagen. Diese Glühwe kann ich wegschmeißen, braucht man nie und nimmer. Was haben wir noch? Irgendwelche Earrings? Ja gut, können wir verkaufen dann. Okay. Hä? Wait, what? Hä? Warum hat das einen Stern? Ist das ein besonderer? Nee, das ist kein besonderes Set, oder? Nee, hä, lol. Gibt gar keinen Sinn irgendwie. Ja, nice. Ein Intring. Genau den wollte ich haben. Genau den. Aber macht es vielleicht Sinn für den Ringmaster? Keine Ahnung, müssen wir mal schauen. Also höchstwahrscheinlich nicht, aber. Na komm. Cast Time 10%. Ja, das ist halt nicht, das ist nicht für uns. Okay, gut. So, dann kommen wir langsam zum Ende. Bin immer gespannt, was noch zu droppen werden hier. Also die Droprate ist wirklich okay. Ich dachte mir am Anfang halt so, oh, für Kacke und so. Aber es liegt mehr so ein bisschen, ich weiß nicht, wie man es sagen soll. Ja, es ist, ich glaube, die Chancen sind einfach falsch irgendwie angegeben. Holy shit! Okay, damit hatten wir, fehlen noch zwei Sachen. Den Ring, die Kette meine ich, die Kette kriegen wir vielleicht noch. Ja, also die Chancen sind definitiv irgendwie ein bisschen fucked. Ich weiß nicht, warum. Raus teleporten. Boss schaffen wir eh nicht. Ja. Okay, jetzt lassen wir schnell schauen. Ach, wir haben die Scroll vergessen. Nein. Mystical Life, na klar. Ich weiß nicht, ob das die. Na, keine Ahnung. Bloody Shroom. Hier mit halt zumindest für ein Perin, wobei man dazu sagen muss, ein Perin ist auch effektiv nichts irgendwie, weil. Ich meine, was ist halt schon ein Perin? Natürlich ist es. Hier wäre noch ein Earring für 70. Aber ich glaube, ich fahre das selbst. Ja. Ah ja. Ah ne, es ist das Hero Set. Das ist. Wait, das ist das. Das ist das Damage Set? Für einen Perin, Mann. Ja, krass. Krass. Forgotten Life Set haben wir hier wieder.
Okay. Naja, ich werde mal schauen und vielleicht muss ich dann was einkaufen.